Zombie Apocalypse. Ach, ist das nicht schön. Die Vögel zwitschern. Die amerikanische Flagge flattert vor mir. Das Diner ist genau daneben oder dahinter. Da werde ich gleich etwas verzwecken gehen. Ich sitze hier bei pralle minus 10 Grad in einem Wasserbecken mit 11.000 Litern Wasser in diesem Becken. Und hinter mir steht ein Fahrzeug. Und daneben, neben diesem Fahrzeug, steht ein Zelt. So, das war's für dieses Video, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Nein, natürlich nicht. Nach 35 Sekunden werde ich natürlich dieses Video nicht beenden. Denn es gibt heute etwas mehr zu erzählen zu einer Mod, die sehr umfangreich ist. Also, wie man das schon mal deutlich erkennen kann, steht hier ein Zelt. Es steht ein Wasserbecken. Ich glaube, diese beiden Sachen solltet ihr auch schon kennen mittlerweile. Jetzt denkt euch sicherlich, ihr seht auf dem Thumbnail ein Bundeswehrfahrzeug, ein GWN. Ja, das ist richtig. Aber ihr seht keine Zelte und kein Becken. Das hat diesen Grund. Ich steige einfach mal jetzt ein in dieses Fahrzeug, in diesen Mercedes-Benz Unimog. Und passt mal auf, was ich jetzt hier machen werde. Bam. Und bam. Wir können einfach eine Taste N für Wasserbecken und M für dieses Zelt drücken. Dann erscheint das und man kann sich freuen. Nee, Spaß natürlich. Das ist natürlich ein schönes Feature, was wirklich sehr selten in einer Mod verbaut ist oder wurde, generell im LS17. Also das finde ich auf jeden Fall richtig, richtig nice gemacht. Also erstmal riesengroßen Dankeschön an das Rescue Modding Team, die mir diese Mod mal wieder zur Verfügung gestellt haben. Was heißt mal wieder? Also sie schicken mir am meisten eigentlich private Mods zu, die ich dann anschließend teste. Darunter zählt jetzt auch dieser Mercedes-Benz Unimog GWN. Steht für Gerätewagen Nachschub. Dadurch steht auch dieses Zelt da, also Vorräte und so weiter für die Bundeswehr. Es ist ein schönes Fahrzeug und zu den Funktionen komme ich jetzt. Also wie gesagt, ihr habt jetzt schon das Zelt und das Wasserbecken gesehen. Das kann man natürlich auch wieder per Tastendruck entfernen. Dann habe ich natürlich alles geöffnet, was so zu öffnen geht. Hinten die Luke, hier die Fahrertür, die Beifahrertür geht leider nicht auf. Ist jetzt nicht allzu schlimm, also das stört jetzt natürlich nicht. So, dann machen wir alles wieder zu mit der Lampetaste 4, mit der Lampetaste 5 und der Lampetaste 6. Ich glaube, wir haben jetzt was vergessen. Die Tür? Hallo? Ich glaube, die will nicht so zugehen. Ach, guck mal. Ah, guck mal, die Beifahrertür geht da doch auf. Das war natürlich jetzt mein Fehler, Entschuldigung dafür. So, was besitzt dieses Fahrzeug denn noch, wie man das ganz deutlich erkennen kann? Das Blaulicht auf dem Dach funktioniert. Hat auch ein Blaulicht auf dem Dach, also zwei Blaulichter. Ist auf jeden Fall für die Optik sehr schön anzusehen. Dann hat dieses Fahrzeug einen Blinker links, einen Blinker rechts. Und die Warnblinkanlage, es hat Licht, keine Frage, eine Hupe. Und natürlich ein Horn. Ich glaube, auf Dauer wird das sehr, sehr nervig. Aber ich glaube, das ist Bundeswehrstandard, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Die haben jetzt nicht so ein Horn verglichen mit der Feuerwehr. Nee, die haben wirklich, glaube ich, ein komplett anderes Horn. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber ich bin mir so im Gedächtnis so, dass es so, glaube ich, ist, wie ich das gerade eben erwähnt habe. Falls es nicht so sein sollte, ihr könnt mich natürlich auch gerne korrigieren. So, dann würde ich sagen, wir schmeißen mal dieses Gefährt an. Jo, und dann würde ich sagen, kommen wir gleich mal zum Fahrverhalten. Was mich auf jeden Fall sehr wundert, ist, dass hier ein Feuerwehrmann drin sitzt. Es ist natürlich die Bundeswehr, klar, keine Frage. Das sieht man an der Tarnung, an der Flecktarnung. Aber es ist ein Bundeswehrfahrzeug der Bundeswehrfeuerwehr. Also deshalb, dementsprechend ist da auch ein Feuerwehrmann in diesem Fahrerhaus. Was mich auch so ein bisschen irritiert. Ach, guck mal. Jetzt ist der Kopf wieder dran. Nee, jetzt nicht mehr. Das ist der kopflose Reiter, glaube ich. Das ist so ein Ritter, oder? Der kopflose Reiter. Der befindet sich hier aktuell in diesem Unimog, in diesem GWN. Und jetzt bin ich diese Person. Und jetzt, liebe Leute, kommen wir einfach mal zum The Last Week. Zum Besten vom Ganzen einer Mod-Vorstellung. Zum Fahrverhalten. Machen das jetzt auch ein bisschen realistisch, dass wir jetzt auch den Blinker einsetzen und ein bisschen Licht noch einschalten, damit wir die ganzen Funktionen vollkommen testen können. Dann würde ich sagen, fahren wir mal gleich hier auf die Schnellstraße und testen jetzt mal die Höchstgeschwindigkeit von einer Mod.
Das mache ich natürlich auch sehr, sehr selten. Und man muss wirklich sagen, dieses Fahrzeug, das schnurrt vor sich hin. Es fährt so, wie man es sich wünscht. Von der Innenkabine macht sehr Spaß. Von außen macht es Spaß. Ah, herrlich. So, mit 82 jetzt einfach mal um die Kurve. Es passiert nichts. So, wie man sich das wünscht. Jetzt parke ich einfach mal ganz regulär ein, bis der Fußgänger da mal weggeht. So, ganz originalgetreu einfach mal hier jetzt in diese kleine Fahrlücke. So, jetzt stehen wir wieder da auf dem Parkplatz. Und man muss wirklich sagen, das ist eine Top-Mod. Also, so etwas hatte ich schon lange nicht mehr. Findest du auch, oder? Kollege? Also, es ist wirklich, das macht Spaß, damit zu fahren. Es hat so viel Funktion. Das macht einfach nur Laune, damit irgendetwas anzurichten. Und ich glaube, das passt auch wunderbar jetzt in mein aktuelles Projekt in die Freiwillige Feuerwehr Forstenau mit hinein. Also, gerade in so einem großen Wald oder Umgebung generell, die ganze Landschaft ist natürlich hügelig und da ist ein etwas hochgelegenes Fahrzeug natürlich das Beste, was man sich so denken kann. Und ich glaube, dieses Fahrzeug wird auf jeden Fall dort mal erwähnt oder vielleicht auch verwendet. Müssen wir mal schauen, wofür ich da denn Verwendung bekommen könnte. Also wozu ich dieses Fahrzeug denn benutzen könnte. Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Also ich bin wirklich begeistert. Ich weiß nicht, ob man das merkt an meiner Stimmlage. Ich weiß gar nicht, ich gebe diese Mod einfach von mir persönlich eine 5 von 5 Sternen. Besser geht's nicht. Also das ist wirklich eine richtig, richtig schöne Mod. Also nochmal ein recht herzliches Riesen-Dankeschön an euch, liebes Rescue Modding Team, damit ihr diese wunderbare Mod erstellt habt oder erweitert habt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt komplett selbst erstellt habt. Ihr könnt es auch mal gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das möchtet. Und an dieser Stelle, liebe Leute, würde ich sagen, das war's von mir, von einer neuen Mod-Vorstellung von den LS17 Feuerwehr, tja, oder Bundeswehr-Feuerwehr von diesen Gerätewagen Nachschub GWN. Lasst doch mal gerne einen Kommentar da, wie ihr dieses Fahrzeug, wow, Alter, die ein Auspuff, wie ihr dieses Fahrzeug dann bewerten würdet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare hinein, so wie ihr das vielleicht mögt, von 1 bis 5 Sternen zum Beispiel oder 1 bis 5 Punkten oder wie dem auch sei. Oder nach Noten gesehen, ist eigentlich relativ egal. Hauptsache ihr bewertet diese Mod gut. Nein, also ihr dürft es natürlich so entscheiden, wie ihr das so seht. Ich persönlich finde es wirklich riesig, riesig geil, diese Mod getestet zu haben. Und zu guter Letzt muss ich noch sagen, es ist eine private Mod und leider nicht so in dieser Form zum freien Download verfügbar. Also ich werde diese Mod auch nicht weiterschicken. Ich werde keine Modliste erstellen oder irgendetwas anderes, wo ihr diese Mod runterladen könntet. Das mache ich natürlich nicht. Dafür habe ich natürlich auch keine Rechte. Rechte natürlich. Ja, und diesen, liebe Leute, es war schön mit euch. Wenn ihr mögt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von den LS17 Feuerwehr. Und wie immer wünsche ich euch jetzt einen angenehmen und einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Die sehen nicht so gut aus, aber ja, schöner Auspuff. Macht's gut.